Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zu Tornado Stream. Wir befinden uns hier, wie ihr sehen könnt, bei mir im Lager. Und wir machen heute mal gediegen einen kleinen Vlog und ich werde euch jetzt ein bisschen die Ohren massieren. Aber worum geht's denn? Und zwar, ihr könnt gut erkennen, es geht um Skateboardfahren. Ja, aber warum reden wir heute über Skateboard? Ja, ich bin mal eine Weile lang geskatet und jetzt muss ich euch dazu ein bisschen was erzählen. Und zwar, ich bin 2013 umgezogen. Das war so der erste Grund, warum ich nicht mehr geskatet bin. Weil du kommst in eine neue Gegend und da hast du keine Spots und du weißt einfach nicht, wo du fahren wirst. Und dann kam noch halt der endgültige Grund. Ich bin halt Vater geworden und dann halt, wie es so ist, man hat halt keine Zeit, weniger Zeit und dann, ja richtig, ich habe eine Tochter, die ist 5 und jetzt ist Folgendes passiert. Wir waren letztes Jahr auf dem Tempelhofer Feld und da wollte ich wieder ein bisschen fahren, weil ich habe ja ungefähr eine dreieinhalbjährige Pause gemacht. Konnte halt nicht fahren, weil durch Familienverpflichtungen war es mir nicht mehr möglich zu sagen, ey, ich verpiss mich am Samstag und gehe einfach fahren. Das geht halt nicht. Und dann kommt auch noch dazu, dass Becky jetzt nicht gerade das Skateboard-Hobby teilt. Also war es nicht drin. Ich kam dann zwangsläufig zu einer Pause und hatte auch jetzt die Spots nicht mehr um die Ecke, weil ich auch umgezogen war. So, jetzt zurück zum Tempelhofer Feld. Wir waren da letztes Jahr gewesen und ich hatte mal mein Skateboard dabei. Nicht dieses Skateboard, mein Freestyle-Skateboard. Und bin da ein bisschen rumgefahren. Aber ganz ehrlich, ich bin gar nicht zum Fahren gekommen. Die kleine Ronja wollte immer rauf. So, dann kam halt so der Gedankengang. Oh, vielleicht hat sie Bock auf Skateboard fahren. Dann machen wir einen kleinen Sprung, kurz vor Weihnachten, so 2 Monate vor Weihnachten, habe ich sie halt ganz cool so gefragt, ey, möchtest du, dass ich dir ein Skateboard schenke zu Weihnachten? Und natürlich hat sie ja gesagt, ja. So, dann habe ich ein Skateboard geschenkt zu Weihnachten. Und jetzt ist es soweit, wir haben warmes Wetter draußen und wir fahren schon 2-mal fahren und sie stellt sich gar nicht so schlecht an. Und das ist so für mich jetzt sozusagen noch eine Zusatzmotivation, mit ihr zusammenzufahren. Und dann kam die Idee, okay, guckst du mal, wo sind die lokalen Skateplätze? Und dann habe ich so geguckt, wo sind die denn so hier in der Nähe? Gibt es hier ein paar welche? Ich habe auch ein paar gefunden. Dort kann man dann ansetzen, da kann man üben, da auch Ramps fahren. Weil das ist nämlich so der nächste Aspekt. Ich habe dann auf YouTube Videos gesehen, also eins zum Beispiel von Tony Hawk. Tony Hawk ist 50 und macht 50 Tricks in der World Ramp. Und da dachte ich mir dann so, ey, ich bin ja eigentlich Freestyler. Also das heißt, ich fahre im Flatland, hier oben blende ich das ein bisschen ein. Also ich mache Tricks im flachen Land und im Flatland halt und fahre so wie eine Kühe, muss man sich das vorstellen, wie beim Eiskunstlauf. So, aber durch diese Ramps, durch das Video von Tony Hawk, habe ich mir gedacht, ey, ich habe irgendwie Bock auf Quarterpipes und Halfpipe fahren. Und da ich das nicht so gut kann, habe ich mir gedacht, ey, das ist noch ein Teil, würde mich motivieren. Ich probiere einfach und dabei ist so eine Win-Win-Situation. Ich nehme einfach Ronja mit und gut ist. So, da habe ich mir jetzt gedacht, es ist ja nicht gut, wenn ich mein Freestyle-Board benutze. Also, was hat so ein alter Skateboardfahrer, wenn er schon so viele Jahre auf dem Buckel hat? Ich glaube mittlerweile 20 Jahre Skateboard. Davon sind ein paar Jahre bin ich halt nicht gefahren und da sammelt sich so der ein oder andere Scheiß an. Dazu kommen wir jetzt nämlich. Und zwar habe ich mir aus meinem alten Sammelsurium ein Brett zusammengestellt, was ich jetzt quasi mit euch gleich zusammenbauen werde. Und habe natürlich auch jetzt nicht die neuesten Teile genommen, weil so in der World Ramp oder in der Halfpipe werde ich wahrscheinlich mich ziemlich oft maulen. Damit rechne ich, um ehrlich zu sein. Deswegen nicht die neuen Teile benutzen, sind die alten guten Teile. Zum Beispiel hier das Beispiel ist, die Achsen hier, ja, also die Achsen, ja, genau. Es ist halt so, eigentlich ist diese Achse, nee, diese war es, genau, die ist auch schwarz. Also eigentlich ist das ein Teil. Und hier bei dieser Achse hatte ich halt das Problem, dass dieser Hangar hier einen Hangarriss hatte. Und damit das jetzt nicht so auffällt, dass das hier ein nagelneuer Hangar ist, habe ich den einfach weiß angesprüht, grob, ganz grob weiß angesprüht. So, fangen wir an. Jetzt kommen wir zum Thema Skateboard. Welche Teile? Hier haben wir ein TEX-Deck. Das ist kanadisches Holz, 7-fach verleimt. Hier sind zwar noch Tailbones dran, weil ich Freestyle fahre, aber das wird nicht so viel, das bricht den keinen ab. Da mache ich jetzt keinen Hang-up. Stopp! Nochmal ein Nachtrag und zwar nochmal zu dem Deck. Achtet drauf, ist ganz wichtig, das habe ich vergessen zu sagen gerade. Das Deck ist 7,5 Inch breit. Achtet also auch wirklich auf, dass die Achsen auch in 7,5 sind. Es ist nicht ratsam, längere Achsen zu nehmen, die würden nämlich übers Board hinausragen. Also es ist totaler Schwachsinn, sich jetzt hier ein 7,5 Deck zu nehmen und dann zum Beispiel 8 Inch Achsen. So, und jetzt geht weiter. Das ist das Deck. Und dann haben wir hier 2 Shockpads. Shockpads macht man deswegen ran, weil man muss sich vorstellen, das Brett ist rund und die Achse ist gerade. Und wenn ich jetzt die Achse einfach ranballer, ohne diese Gummi-Shockpads, könnte sein, dass das Brett sich gerade zieht und Risse zieht. Und das wollen wir nicht. Deswegen nehmen wir Shockpads.
Also Shockpads, dann halt üblichen Montagesatz, um die Schrauben daran zu ballern, also um die Achsen zu befestigen. Dann musste ich mir allerdings noch ein paar Teile kaufen, weil ich hatte keine Lenkgummis mehr. Übrigens, die, ja, wie kommt zur Achse? Also die Achse, die Baseplatte, die ist von der Marke Tensor. Ich rate euch, ich kann euch nur empfehlen, Tensor zu nehmen. Also ich kann darauf schwören, auch Rodney Mullen fährt mit Tensor-Achsen. Aber ihr müsst auch achten, wenn ihr Teile zusammenbaut, dass die halt auch passend sind. Also ihr könnt nicht von verschiedenen Fremdfirmen zusammensetzen. Das könnte hier zu Fehlstellungen führen und dann das ist auch nicht in der Sache. Also haben wir noch Bushings, Lenkgummis von der Marke Bones. Die härtesten, die gehen. Dann halt kommt der Hänger rauf, von Tensor natürlich. Und dann habe ich hier noch Wheels, 52er Wheels von der Marke Mini Logo. Kugellager drin, ich weiß jetzt gar nicht mehr von welcher Marke, aber ausreichend. Ach übrigens, ich habe mir noch ein Skate-Tool gekauft, ne? So mit einer Ratsche, mit einer Ratschenfunktion. Richtig nice, richtig mal gegönnt. Ach übrigens, am Ende, wenn wir jetzt hiermit fertig sind, zeige ich euch ein Skate-Video. Das alte Bofra-Video von 2005 ist, ich musste leider das Video neu schneiden, weil das Original von 2004 kann ich nicht hochladen, weil ich habe leider da Musik drin von Rammstein und das kann ich leider auf YouTube so nicht hochladen. Deswegen musste ich das alles komplett neu schneiden und mir GEMA-freie Musik besorgen. Aber das ist kein Problem, die habe ich ja von Mozart. Also, Nachtrag, ich habe noch was vergessen. Das kommt davon, wenn man zu blöd ist zum Aufnehmen. Und zwar habe ich noch vor, neben den aktuellen Projekten, die wir machen, kurze, kleine, knackige Skate-Videos zu drehen, wo wir zum Beispiel einzelne Tricks harmonisch, elegant darstellen, mit schöner Musik untermalt. Jo, das sind Projekte, die kann man schön, schnell einfach drehen und sind nicht so zeitintensiv, weil mein größter Feind ist einfach Zeit. Die Zeit läuft. Und ich habe keine. Der größte Feind ist Zeit. So, also würde ich sagen, ballern wir das Ding zusammen und dann zeige ich euch das Skate-Video. Ciao. Body perfect. Nice.
trainieren. Verdammt, ich mach nochmal schnell Werbung, wir brauchen einen Park. Kann man nicht fahren, kommen nur Autos. Nein, und den eigenen ich hier drinne. Das ist eine Aussicht. Coming.